Ja, freue mich wieder, meine Lippe zu sein. Nachdem der NRW-Tag ja mit großem Erfolg in Detmold stattgefunden hat. Ich möchte mich nur informieren über den Stand der Dinge und will sicherlich auch einige Grundsätze beitragen. Also für die nordrhein-westfälische Landesregierung gilt das Prinzip des Privat vor Staat nicht mehr. Wir haben damit in den 5 Jahren schwarz-gelber Regierungstätigkeit sehr negative Erfahrungen gemacht, aus denen man lernen muss. Wir sind auch der Auffassung, dass die unterschiedlichsten Bereiche der Daseinsvorsorge öffentlich kontrolliert werden müssen. Das heißt nicht, dass sie unbedingt immer in öffentlicher Hand sind. Es geht um Kontrolle. Wir haben ja sehr intensiv vor einigen Monaten noch diskutiert über das Thema Tarifeinheit. Die Arbeitgeber haben dies ja ins Gespräch gebracht, weil sie Sorge hatten, dass Betriebsfrieden gestört werden kann, wenn in einem Unternehmen mehrere Tarifverträge gelten. Zumal wenn mehrere Tarifverträge extrem unterschiedliche Entgelte vorsehen. Und das gilt natürlich auch für Krankenhäuser, Seniorenheime und. Ich bin aber ein vehementer Anhänger der Tarifeinheit. Für beide Seiten, für Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ist es sinnvoll, wenn es eine tarifliche Grundlage gibt. Und ich denke, mit einigem guten Willen kann man sich auch darauf verständigen. So, jetzt möchte ich einige Informationen haben. Wenn wir denn mehrheitlich an die Diakonis übergehen sollen, dann wird auch Diakonis die Mitsprache nicht nur haben, sondern sie wird dann auch bestimmen. Die Gefahr, dass es nachher sogar zu einem Lohndumping kommt, die besteht durchaus. Denn, wie Sie ja auch sicherlich wissen, ist ja der AVR, die Kirche anwendet, nun zwar ziemlich gleichgestellt, aber jedoch nicht unbedingt verpflichtend für sie. Es gibt natürlich dort dann auch kein Mitspracherecht mehr des Betriebsrates. Wir haben dann keinen Betriebsrat mehr. Und die Mitbestimmungsrechte einer Mitarbeitervertretung, die es denn bei der Kirche gibt, die hat längst nicht so viel Einfluss darauf zu nehmen, wie ein Betriebsrat, der unter den TVD fällt. Wenn alle Beteiligten verbal erklären, Lohndumping ist nicht zielführend, das wollen wir nicht, dann kann ich doch nur vorschlagen, wenn das denn übertragen wird auf die Diakonie, macht einen Vertrag, einen unbefristeten Vertrag, in dem festgelegt wird, dass für diese Einrichtungen die mit Verdi abgeschlossenen Tarifverträge gelten und das Betriebsverfassungsgesetz zur Anwendung kommt. Und ich würde die Beteiligten aus der Politik beim Wort nehmen, die ja, soweit ich das eben gelesen habe, die Auffassung vertreten, Lohndumping ist nicht das Ziel, und sie bitten, eine solche Vereinbarung zu unterschreiben. Wir sind hier eigentlich an so einem Punkt, wo die Beschäftigten, der Betriebsrat und die Gewerkschaft gar nicht mit einbezogen werden. Das ist ja eigentlich auch das aufregende Thema dann, oder was die Menschen auch so enttäuscht. Selbst die Aufsichtsgremien werden ja am Ende nicht wirklich informiert. Wir haben zusammen mit den Arbeitnehmervertretern, bezieht sich jetzt auf die andere Gesellschaft, auf die KLG und die ALD, einen Fragenkatalog im Aufsichtsrat eingereicht. Wir haben jetzt eine Aufsichtsratssitzung, da steht das drauf, aber nur zur mündlichen Beantwortung. Wir wollen das schriftlich haben, auch um es nachvollziehen zu können und am Ende was in der Hand zu haben. Das kriegen wir schlicht nicht. Die Prozesse müssen transparent sein. Sonst wird natürlich der Verdacht genährt, die haben was zu verstecken. Die wollen uns ans Portemonnaie, die wollen uns was ganz Böses. Und das geht nur über Öffentlichkeit. Ja, also die vertrauensvolle Zusammenarbeit, wie es immer so schön heißt, die ist überhaupt nicht gegeben. Man redet mit uns nicht. Wir möchten die Sachdiskussion endlich führen. Und darum kämpfen wir eigentlich nur. Ja, also meiner Meinung kennt ihr. Das ist nicht gut von Herrn Heuwinkel.
Eigentlich müsste Herr Heuwinkel das auch besser wissen, denn ich bin wieder bei der KLG, da ist das schon mal so durchgezogen worden, zwar vernünftig durchgezogen worden mit Verdi. Da gab es 3 Jahre lang einen Grundlagentarifvertrag, wo Arbeitnehmer und die Klinik sich zusammen an den Tisch gesetzt haben und gesagt haben, wir verzichten jetzt hier auf Bestandteile unserer Gehälter und Löhne für eine befristete Zeit. Dafür gibt es aber auch keine Kündigung, ganz genau. Und das hat dem Klinikum enorm geholfen, durch eine schwierige Zeit. Also eigentlich müsst ihr wissen, wie es geht. Ich kenne keinen Fall, dass eine Firma oder eine Einrichtung in NRW und in Deutschland wirtschaftlich gescheitert ist, weil es eine Gewerkschaft gab. Also eins der großen Probleme, Landrat Heuwinkel führt ja den Kreis Lippe gern als Konzern. Ja. Und entsprechend ist auch das Verhalten, also Aufgliederung in möglichst viele einzelständige, einzelselbstständige GmbHs etc. mit den ganzen Schwierigkeiten, die das dann auf Seiten der Arbeitnehmer eben mit sich bringt und auch der Politik, muss ich sagen, als Kreistag. Weil in den großen Gremien wird es nicht mehr behandelt, es ist dann immer nur noch in den einzelnen Gesellschafterversammlungen, wo eben das Zusammenführen der Gesamtinformationen eben erheblich erschwert ist, ja, zum Teil auch verweigert wird, siehe unsere Anfrage, nach welchen Tarifstrukturen wird eigentlich in den Einzeleinrichtungen bezahlt, ja, welche Tarifverträge gelten, auch welche Leiharbeitsverhältnisse sind eigentlich in den Beteiligungsbetrieben etc. Da hat er ja komplett die Aussage verweigert. Solche Sachen kriegt man dann auf der übergeordneten Seite, auf Seiten der Gewerkschaften, auf Seiten der Betriebsräte gar nicht. Und natürlich ist die Arbeit enorm erschwert, seit der Betriebsübergang von dem Eigenbetrieb in die GmbHs, hier der KSE erstmal, da sind ja unterschiedliche Gremien. Die Gremien im Kreis sind jetzt nicht mehr zuständig, der eigene Betriebsrat muss gegründet werden und das erschwert die Arbeit bei solchen Strukturen dann erheblich und damit haben alle Kolleginnen und Kollegen und eben auch die zuständige Gewerkschaft Verdi enorm zu kämpfen. Und das ist ja denkbar schlecht, also wenn dieses politische Gremium sich eine Meinung bilden soll, einer weiteren Privatisierung zuzustimmen oder nicht zuzustimmen, muss natürlich alles auf dem Tisch liegen. Weil wir sehen auch nicht, dass Diakonis, was sollen die besser machen können, als die Kreissenioreneinrichtungen zurzeit jetzt selbst machen. Die machen fantastische Arbeit, die haben Investitionsstau, das wird jetzt gerade behoben. Also es sind einige Sachen, die müssen einfach auf Vordermann gebracht werden, wie in vielen anderen Häusern auch. Aber wenn das geschehen ist, dann sind sie wettbewerbsfähig, wir haben Top-Personal und dementsprechend haben einen super guten Ruf hier vor Ort und die werden auch am Ende des Tages ihre schwarze Null mal bringen. Da bin ich fest von überzeugt. Also warum überhaupt Diakonis? Ich kann nur sagen, vom Grundsatz her noch einmal, die unterschiedlichsten Einrichtungen für die Daseinsvorsorge müssen öffentlich kontrolliert werden. Es geht nicht anders. Ich glaube, gut. Der Zeit, ne? Genau, wir müssen vielen Dank für die Information. Alles klar. Ja. So. Tschüsschen.